Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Just Cause 2. Hier euer Mr. Paddy Games wieder am Start. So, hier haben wir das letzte Mal aufgehört. Und müssen jetzt diesen einen Kerl in diesem wunderschönen majestätischen Casino finden. Damit der uns sagen kann, ob er weiß, wo Sheldon ist. Nein, nicht Sheldon Cooper, ein anderer Sheldon. Boah, der war flach, ich weiß. Wir haben Sichtkontakt, bitte Verstärkung! Panzerman! Also diese Mega-Geschützten, ne, die kotzen echt an nach einer Zeit. So. Nee, ich will keine Schrotflinte. Ja, nee, chill doch mal. Hi, hi, hi! Menschenskinder, furchtbar. Die kommt wie gerufen. So, was haben wir denn jetzt alles für Waffen? Pass auf diesen Sprengmeister auf. Ein Sprengmeister. Das zeige ich dir gleich. So, ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Das gab einen Knall. Die haben Sprengladungen angebracht. Wenn sie reinkommen, ist Blaine erledigt. Entwaffne sie. Nimm den Enterhaken, um auf die Türme zu kommen. Ja, schön. Wie soll ich da hochkommen? Na gut, dann probiere ich jetzt erstmal. Like Spider-Man. Ziehe mich da einfach Stück für Stück nach oben. Da ist echt ein kleiner Marvel-Fan. Feind geortet! Alle Einheiten, Sichtkontakt feuern! So, hat einer noch Munition für mich, die ich brauche? Medipack. Oh, Gesundheit habe ich anscheinend noch voll. Was haben wir hier? Ah, Munition für mein Sturmgewehr. Sehr schön, sehr schön. So, jetzt entsichern wir erstmal die Sprengladung. 2, 4, 2, 1. So, jetzt muss ich darüber. Also die Dinger halten nicht gar nichts aus, ne? Und mir soll's recht sein. So, Sprengladung Nummer 2. 2, 3, 4, 3. So. Sie werden Blaine töten. Schnell, mach den Helikopter platt, Rico. Ein Helikopter! Ja, nee, oder? Ankontrollpunkt neu starten. Mensch, na. Also, das war jetzt echt ein kleiner Fail. Vor allem, die sollen sich auf mich konzentrieren. Sollen sie lieber mich töten, anstatt den Carl Blaine, oder? Also, bitte. Ich bin doch viel interessanter zu töten. Mensch. Sie werden Blaine töten. Schnell, mach den Helikopter platt, Rico. Wenigstens. Wenigstens konzentrieren sie sich diesmal nicht so auf den Carl Blaine, sondern mehr auf mich. Und es ist echt so unglaublich logisch, einen Helikopter mit einem Sturmgewehr abzuschießen, aber naja, meinetwegen. Wenn sie unbedingt wollen, sollen sie es so haben. Okay, kommt her! Das wird euch eine Lehre sein. Und das. Oh, das hat ihm, glaube ich, gar nicht gefallen.
Du musst in die Überführung. Rette Blaine. Ja, ist ja gut. Starker Mühe mehr. Das wir zumindest. Wer zum Teufel bist du denn? Die Agentur schickt mich. Sind Sie Carl Blaine? Ich wünschte, ich wär's nicht. Ihr habt euch ja ganz schön Zeit gelassen nach allem, was ich für die Agentur getan habe. Ich bin nicht hier, um Ihnen zu helfen. Es sei denn, Sie sagen mir, wo ich Tom Sheldon finde. Was? Ich dachte, der gehört zu euch. Oh, früher mal. Inzwischen ist er unser Primärziel. Ohoho! Die Welt der internationalen Spionage ist kein Zuckerschlecken, Mann. Und Sie wissen, wo ich ihn finde? Klar. Gut. Jetzt halten Sie sich fest. Was treibst du denn, Spinner? Nennst mich Spinner, na, wenn du oben bleiben willst, hätten wir dich auch oben lassen können. Up, up and away, my wonderful balloon. Oh, was bist du denn für ein krankes Arschloch? Egal, ich bin Carl Blaine, besoffen und liederlich. Los, stecke mein Auto hier. Wir fahren zu meiner Bude. Oh, mein schönes Auto im Graben. Tja. Ich liebe diesen Schlitten, Mann. Würde ihn nie hergeben. Drücken und halten Sie F fest, um den Endhaken auf das Auto abzufeuern. Zielen Sie auf den Traktor und lassen Sie F los. Na gut. Ah ja. Was habe ich hier noch? Neue Munition für meine MP. Hallo? Willst du dich da reinsetzen? Ja. Rauf aufs Dach, Mann! Von da oben kämpft es sich besser, also mach schon! Ja, nee. Die Regierungstruppen sind hinter uns her! Beeilen wir uns! Dann nehme ich aber die da. Wo sind die Regierungstruppen? Also, ich sehe ja noch keine. Habe Sichtkontakt zu den Flüchtigen aus Panama Falls. Verfolgung läuft. Pass auf, da kommen sie ja schon. Ja, das ist auch irgendwie ein bisschen Grafikfehl, aber wurscht. Klasse. Ah! Ja, so finde ich das okay. Interessant. Wuhuhu! Warum habe ich jetzt die Pistole mit ausgerüstet? Ich will eigentlich... Okay, ich nehme eine Abkürzung. Halt dich fest! Ja.
Ach Gott, Alter. Wie lange fahren wir denn noch? Das Auto sieht ja auch nicht mehr so neu aus, ne? Das war lustig. Tankstellen sind halt echt sehr gefährlich. Hey, danke Kumpel. Ich war nur eine Kugel vom Paradies entfernt. Oh, das sind sie immer noch. Es sei denn, sie bringen mich zu Sheldon. Entspann dich, Kumpel. Wir finden ihn schon. Keine Sorge. Also, wo steckt er? Soweit ich weiß, ist er oben im Dschungel. Spielt neuerdings den Rebellen. Kämpft für die Regierung, dann gegen die Regierung. Ha, Gerüchte gibt's jede Menge. Dann bringen Sie mich zu diesen Rebellen. Das ist nicht so einfach. Soll ich Sie diesen Hunden zum Fraß vorwerfen? Aber es ist nicht unmöglich. Auf der Insel gibt es drei wichtige Banden. Wenn du mit allen gut Freund bist, führen sie dich garantiert zu Sheldon. Gib mir mal dein PDA. Sie wollen meinen PDA? Ich will nur ein paar Informationen über die Banden runterladen. Na gut. Aber wenn Sie mich verarschen, bringe ich Sie um. Oh, schönes Häusle. Yeah, ist schon schön. Wow, dieser PDA ist ein echt heißes Teil. Hey, wo wollen Sie hin? Ich lade die Positionen und Kontakte runter, von denen ich dir erzählt habe. So kommst du nah an diese Typen ran. Ich meine, ganz nah. Ich kann denen doch nicht einfach sagen, hey, ich bin kriminell und würde gerne für euch arbeiten. Genau. Deshalb werde ich allen Gaunern auf dieser Insel erzählen, dass ein internationaler Söldner auf Panau ist. Scorpio. Gute Leute sind immer gefragt. Okay. Und wo kriege ich Waffen und Fahrzeuge? Ich stelle dich einem Schwarzhändler vor, den ich kenne. Hier. Mit diesem Signalfeuer kannst du ihn kontaktieren. Wenn diese Nummer schief geht, glauben Sie mir mal, dann mache ich Sie fertig. Ja. Na gut, Leute, dann würde ich mal sagen, diesmal wird es eine etwas kürzere Folge, aber wurscht, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Just Cause 2. Wie schon gesagt, wie immer, wenn es euch gefallen hat, schießt die Daumen nach oben. Und lasst den Abonnier-Button bluten. Schaut auch mal auf den Kanal von einem guten Kumpel von mir. Link ist in der Beschreibung. Und naja, gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus.